Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 172. Wir sind immer noch in den Zahngamaschen, beziehungsweise wieder mal in den Zahngamaschen. Warte mal gucken, nein, ich habe nichts geschickt. Ich mach mal auf, wie normal sicher gehen. Wir machen das Gleichgewicht, denn das Turm muss erhalten bleiben. Das, wovon ich schon erzählt hatte. Den Dingern da kaputt machen. Wir haben ja so ein Pflanzensamen, Korngedöns. Haben wir da. Und damit können wir das ganz praktisch zerstören. Da wir auch schon was größer sind, eigentlich zu groß für das Land, aber kein Thema. Was wir auch machen könnten, wäre theoretisch hier. Leere ist fest, da können wir auch noch mal hin. Können wir mal gucken, wie wir uns hier so schlagen. Wie viel Lust wir noch haben hier. Wie viel Lust ich noch habe hier. Dann können wir gucken. Also Alternativen zum Leveln und so gibt es immer. Den Questplatz haben wir schon noch frei. Oh, ein bisschen. Oberanführer müssten wir theoretisch oder können wir theoretisch auch noch machen. Aber da haben wir ja etwas kläglich versagt. Aber vielleicht wird es jetzt mit 67 funktionieren. Das weiß man nur nicht. Da ist die erste Maschine. Damals, als ich WoW gespielt habe, also hier zu dem Zeitpunkt, habe ich immer Jan Hegenberg gehört. Weiß nicht, ob das jemand kennt, wieder kennt. Immer ganz toll, Jan Hegenberg. Kann es ja mal verlinken, also Lieder, die ich gerne gehört habe damals. Persönlich fand den immer toll. Manche Sachen habe ich gedacht, ja, das stimmt. Was der singt. Was jeder bestimmt kennt oder viel kennen, ist die Horde rennt. Hat jetzt nicht so zu mir gepasst, aber weil ich meistens Allianz gespielt habe. Ich fand es trotzdem gut. So, das haben wir fertig. Aber ganz einfach, müssen wir glaube ich viermal noch. Also dreimal noch, aber viermal insgesamt. Geht also eigentlich die Quest. Okay. Schickt uns den Wälder von Tarokka, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil das näher ist. Aber wir müssen dann nie durch. Nee, das macht keinen Sinn. Das E ist dann nicht der Eingang. Mal gucken. Ja, da oben ist der Eingang. Vergiss es, er schickt uns nicht nach Tarokka. Er schickt uns hier zu einer Quest. Aber das sieht nur so aus, weil das etwas unterirdisch ist. Zeige ich euch jetzt. Fungo-Höhle. Kriegt nämlich auch tollen Ruf für Sprüger, meine ich. Okay, mittlerweile sind wir neutral da. Aber wir müssen trotzdem, damals mussten wir aufpassen, je nachdem, wann man hier hingeht. Man dann nämlich nur weniger als neutral Hass erfüllt, aber die greifen trotzdem nicht an. Man muss halt aufpassen, dass man die dann nicht mit erschießt. Da ist der Höhleneingang.
Dadurch, dass wir neutral sind, geht es aber. Piu, piu, so. Klingt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, dadurch, dass wir höher sind, sind die uns erlegen, die guten Dinger. Man kann ja auch locker mit 61, 62 rein. Aber da würde ich empfehlen, dann nicht so viel zu pullen. Weil die teilen dann doch ganz schön aus. Wer sieht, dauert das ein bisschen sogar, bis man den Ruf zusammen hat, weil man kriegt nur pro Mob 15 Ruf. Muss man mal gucken, wie weit wir bei Sporiker waren. Ich weiß es gar nicht mehr. Uff. Unfreundlich, nicht was erfüllt, unfreundlich sind wir. Also die 10 von jedem kriegt man ja locker voll. Knopf gedrückt. Das ist nicht das Problem. Wir müssen halt so einen komischen Typen suchen, der irgendwo, ui, rumläuft. Runterhüpfen will ich jetzt nicht. Ich glaube, wir müssen da kommen wir da hin oder so. Im Gast hier. Ich mag diese Höhlen nicht. Ich verlaufe mich jedes Mal in diese doofen Höhlen. Da mussten wir oben rum. Oh, das ist schon gefühlt eine Ewigkeit her. Wahrscheinlich. Oben rum, um unten hinzukommen. Macht dazu keinen Sinn, na gut. Das ist WoW, das macht WoW aus. Das keinen Sinn macht. Ah, da ist auch dieser Lord. Kann ich ihn von hier schon töten? Nein. Ja, das geht schon gut. Das war nicht Teil des Plans. Nicht Teil des Plans, aber gut. Ach ja, ist klar. Warum bin ich denn immer noch gewurzelt? Mann. Geht alles. Das wollte ich so nicht. Das war... Naja, gut. Was soll's. Toll am Schurken ist, jetzt kann man sich einfach rausschleichen. Wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, wir müssen uns rausschießen. Dann können wir uns jetzt den Weg angucken, wie wir rauskommen hier. Aber somit haben wir direkt zwei Quests fertig. Wir schon mal hier die 10. Die 10 ist ein Oberanführer. Nur man davon 10 davon sehen, ist eine Quest. Und diesen schützt den Oberanführer, beschützt die Behüter. Muss man nämlich nur den Typen töten. Nein, da wollte ich nicht hin. Habseligkeiten. Auch hier drin. Ja, sogar drei Quests fertig. Sehr cool. Ist ja cool, ehrlich. Ja. Schön. Also von denen noch 5 und dann haben wir die Quest auch schon und mit 3 Quests fertig. Boom. Das ohne große Anstrengung in einer Höhle. Das macht WoW ja öfters so Sachen zusammen, Quest, Punkte, Orte zusammenlegen. Aber hier noch ein paar dran und ich glaube, den Rest holen wir uns dann draußen. Was ich auch immer gut finde, ist hier die Musik. Die unterstreicht das so alles ein bisschen. Obwohl ich sagen muss, irgendwann hatte ich Musik ausgemacht. Ich glaube ab Cutter oder so. Ansonsten habe ich meistens Musik aber angehabt. Oder ich habe es irgendwann ausgemacht, wenn es gestört hat, wenn wir im Raid waren oder so. Ansonsten war die Musik halt immer sehr, sehr passend. Das ist also nicht, wenn du wieder weglaufen wolltest. Schon gefunden. Hier gibt es Äxte da. Also ist keine Axt. Schlau unser Pony. Schön.
ersetzen, müssen wir die Dinger zerstören. Seite Tasche, 8 Platz. Auch schon gut ausgedünnt. Erhalten bleiben. Wo müssen wir die denn abgeben? Schütze da. Geben wir erst ab. Ein bisschen Questplatz frei. Dann können wir uns eventuell dazu durchringen, zu Alerias Feste zu gehen. Aber machen wir halt hier dieses Gleichgewicht muss erhalten bleiben. Weil ich meine, die war für irgendwas eine Vorquest. Irgendwie wichtig hat die im Kopf. Aber warum die wichtig war, kann ich nicht mehr sagen. Ich meine, das war irgendeine Vorquest für die Instanzen oder so, oder für den Raid da. Das ist immer so eine Sache. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lüften das Geheimnis, ob es wichtig ist oder nicht. Und dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, auf Wiedersehen.